Liebe Siegnerinnen und Siegner, ich möchte Ihnen heute über die Ratssitzung vom 15. Juni 2022 berichten. Die hat erneut im Gläsersaal stattgefunden, wie eigentlich fast immer in den letzten Jahren während der Corona-Phase. Die Sitzung wurde im Übrigen live gestreamt. Das heißt, wenn Sie in Zukunft Interesse daran haben, live eine Ratssitzung zu verfolgen, dann können Sie das auch gerne machen. Sie werden die entsprechenden Daten dann auf der Homepage finden, wo Sie dann sich live dazuschalten können. Ja, ich habe einige Tagesordnungspunkte ausgewählt, von denen ich hoffe, dass sie für Sie interessant sind. Den ersten Punkt, den ich ansprechen möchte, haben Sie sicherlich auch schon in den Medien verfolgt in den letzten Wochen. Wir haben beschlossen, dass wir zum Schuljahr 2023/2024 eine vierte Gesamtschule errichten möchten und damit insbesondere auch der Tatsache begegnen möchten, dass wir in den vergangenen Jahren immer so viele Schülerinnen und Schüler abweisen mussten, die keinen Platz auf den Gesamtschulen bekommen haben. Wermutstropfen dabei ist, wir werden drei Schulen schließen müssen, bei denen auch teilweise jetzt schon sehr, sehr wenige Anmeldungen vorliegen. Das ist die Hauptschule in Achenbach und die Realschulen auf der Morgenröte und am Oberen Schloss. Ein zweiten Punkt, den ich kurz ansprechen möchte, betrifft das nächste Stadtfest Ende August. Es wird diesmal ein klimaneutrales Stadtfest sein. Wir haben lange diskutiert, was bedeutet klimaneutral, wann ist ein Stadtfest klimaneutral. Wir werden hier viele Maßnahmen umsetzen, sicherlich nicht alle. Ein Stadtfest kann man nicht klimaneutral durchführen, aber im Sinne der Definition, was Klimaneutralität bedeutet, werden wir da, wo wir Maßnahmen nicht umsetzen können, mit einer Kompensation reagieren, sodass am Ende tatsächlich Klimaneutralität existieren wird. Der wichtigste Baustein dabei ist, dass wir einen komplett kostenlosen ÖPNV zur Verfügung stellen werden in dieser Zeit. Das heißt, Sie können das Stadtfest mit dem ÖPNV besuchen, müssen nicht mit eigenen Fahrzeugen kommen, sondern können auch auf diese Art und Weise das Klima schützen. Der Shuttle oder die ÖPNV-Busse, die wir einsetzen, werden für die Besucherinnen und Besucher kostenneutral sein. Ja, der dritte Punkt, ein sehr erfreulicher Punkt. Wir haben das Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2021 vom Kämmerer entgegengenommen und dieses Ergebnis schloss mit einem leichten Überschuss ab. Das heißt, wir haben nicht nur für das Jahr 2022 einen Haushaltsentwurf vorgelegt, der mit einer schwarzen Null abgeschlossen hat, sondern auch schon im vorherigen Jahr, im Jahr 2021, sogar einen Jahresabschluss vorlegen können. Das ist insofern bemerkenswert, als wir eigentlich seit 1992, also seit 30 Jahren, ein Haushaltssicherungskonzept vorlegen müssen. Das heißt, dass wir seit 30 Jahren eigentlich im Wesentlichen Minus gemacht haben. Und diese Zeit haben wir trotz der vielen Krisen, in denen wir uns im Moment befinden, jetzt hoffentlich für eine längere Phase hinter uns gelassen. Ja, so viel von der Ratssitzung vom 15.06.2022. Wenn Sie weitere Informationen haben möchten, können Sie gerne auf unserer Homepage im Ratsinformationssystem sich das Protokoll ansehen. Dort sind dann alle Tagesordnungspunkte aufgeführt und das Protokoll gibt dann auch wieder, wie abgestimmt worden ist.